Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Battlefield 4 Gameplay von mir. Diesmal Trägerangriff auf Operation Mercer. Und eigentlich habe ich ja für Mittwoch, also für morgen, heute ist Dienstag, ein Video schon geplant. Das, was ich trotz alledem zeigen werde, das ist ein Live-Video. Dies heute ist ein sogenanntes Sonderinformationsvideo bzw. Lachnummer des Jahres-Video, weil anders lässt sich das nicht erklären. Zum Gameplay komme ich hinterher, oder soll ich jetzt mit dem Gameplay anfangen? Ja gut, ich fange jetzt lieber mit dem Gameplay an. Schaut euch mal das Video von den von Fabian Sigismund an, also von den Battle Bros. Er spielt Rush auf, ich glaube, auf Mercer oder auf Nansha Strike. Ist egal. Auf jeden Fall kommen sie dann irgendwann zum Schluss auf den Flugzeugträger. Und da seht ihr, dass es ja dann anscheinend doch die Möglichkeit gäbe, auf dem Flugzeugträger 4 MCOMs zu platzieren. Und das würde diesem Spielmodus hier wiederum, also hier dem Trägerangriff, auch wesentlich besser tun, als so wie es jetzt halt ist. Ich spiele es eigentlich auch nur deshalb, weil ich momentan ein paar Aufträge vom Battlelog erfüllen möchte und das Game, ich sage jetzt mal, das Spiel an sich mich jetzt nicht mehr so herausfordert, weil es einfach nur noch wieder sackt und hier spinnt und da spinnt und dort spinnt. Deswegen versuche ich halt wenigstens ein paar Aufträge jetzt eben zu erspielen und dazu, jetzt zum Beispiel bei Trägerangriff, bräuchte ich praktisch 20 Mal, dass du halt den Modus gewinnst. So, und hier habe ich natürlich wieder mit den Expendables gespielt und wie ihr auch seht, wir sind wieder unter den Top 5 und haben natürlich das Game hier gerockt und die Gegner hatten, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, keine Chance. Hat richtig Spaß gemacht auch, aber wie gesagt, mit 4 MCOMs und ein bisschen etwas schwieriger gestalten, kein Zeitlimit zu machen, dann würde das alles vielleicht etwas länger dauern und nicht gerade mal hier 12 Minuten oder so und dann ist alles vorbei. Naja, egal. Und jetzt kommen wir zur Lachnummer des Jahres, der Witz des Jahres. Das sollte einen Preis gewinnen. Wie heißt es? Comedy-Preis des Jahres, glaube ich, gibt es doch, wo die ganzen Comedians auch ihre Preise bekommen. Und der würde echt meiner Meinung nach an DICE gehen, weil jetzt, juhu, ihr, hey, alle Konsoleros, freut euch, ihr könnt endlich die CTE spielen, aber nur auf dem PC. So, wie findet ihr das? Hey, seid mir nicht böse, aber wie... Hey, alter Schwede, wie kann man denn nur sowas machen? Hey, ich freue mich. Natürlich freue ich mich. Toll. Hey, jetzt muss ich als Premium-Consolero, kann ich jetzt auf meinem PC die CTE vom Battlefield spielen. Wow. Hey, ich weiß nicht, ich habe das heute vom... Gott sei Dank gibt es echt informativ... Weitere, also Leute, die mehr informiert sind als ich. Und da habe ich das über Twitter vom René erfahren. Vielen Dank hier nochmal an dieser Stelle. Und ich habe zuerst gedacht, der will mich verscheißern oder irgendwie verarschen oder so. Bis ich dann jetzt auch noch zufällig beim Chimpanse auf seinem Video auch noch gesehen habe. Mit MegaQuest, also praktisch von zwei Seiten. Die Bestätigung dafür, dass es eben jetzt eine CTE für Consoleros gibt, aber nur auf dem PC. Also ich weiß nicht, da fehlen einem echt die Worte. Das ist wie, du gehst in einen BMW-Laden rein, kaufst dann ein BMW, praktisch das Chassis und der Motor ist ein Trabi-Motor. Versteht ihr, was ich meine? Ist geil, oder? Oder bestes, in Bayern sagt man auch, die Katze im Sack kaufen. Ja, weil du nicht weißt, was passiert. Also das, irgendwie ist das doch, seid mir nicht böse, das ist für mich eine richtige Verarschung uns Consoleros gegenüber. Und dann habe ich noch zufällig in dem Video gehört, es wäre in Anführungszeichen zu teuer, weil man sich die Patches für die Konsolen kaufen muss oder bezahlen muss oder was auch immer. Hey, seid mir nicht böse, aber mit uns Consoleros haben sie wesentlich mehr Geld verdient, das Dreifache an Geld verdient, als die PCler alle zusammen dafür bezahlt haben. Ja, so schaut die Sache aus. Aber egal, das hatte ich schon mal, dieses Thema, und anscheinend scheint es keiner zu verstehen oder ich sag jetzt mal nicht verstehen oder nicht bewusst zu sein, wie viel Geld wir hier eigentlich sprechen. Aber
wie gesagt, ich mache mir jetzt deswegen keinen Kopf mehr, weil, also das hat heute, das ist das i-Tüpfelchen. Also, ich muss euch ganz ehrlich sagen, klipp und klar, jeder Consolero, der jetzt auf dem PC die CTE zockt, ist ein Idiot in meinen Augen. Seid mir nicht böse. Ja, tut mir leid. Das ist die Bestätigung von DICE. Das sind halt dann die Ja-Sager, sage ich jetzt mal, die DICE wieder die Bestätigung geben, ja, seht ihr, das, also haben wir doch recht gehabt und, und. Also, normalerweise müsste man das jetzt boykottieren. Ja, seid mir nicht böse, ist so. Das muss regelrecht boykottiert werden, weil das kann es doch nicht sein. Mir fehlen echt die Worte, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist echt krass. Natürlich habe ich mir das immer gewünscht oder habe ich das immer wieder geäußert. Aber Punkt 1, jetzt kommt das Allerbeste, Consoleros CTE auf dem PC, also absolutes No-Go. Und das zweite Kriterium, hallo, jetzt, ein halbes Jahr nachdem die CTE für die PCs erschienen ist, wo die ganzen DLCs draußen sind, wo die PCler sowieso schon über uns bestimmt haben, was sich geändert wird und was nicht. Für was brauche ich dann jetzt noch eine CTE, in Anführungszeichen, die ich auch nur auf dem PC spielen kann? Hey, für mich ist das eine Verarsche. Für mich ist das echt Verarsche von vorn bis hinten und das gehört boykottiert. Hey, da fehlen einem, ich bin echt sprachlos. Hey, seid mir nicht böse. Das ist echt geil. Ich kann mir nicht weiterhelfen, wie. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, es gibt bestimmt ein paar Idioten, die jetzt sich schnell anmelden, damit sie die CTE auf der Konsole, die Konsolen-CTE auf dem PC zocken können. Hundertprozentig. Aber so ist das Leben. Leider. Weil. Wie gesagt, in meinen Augen ist ja auch die CTE für die PCler nur eine Verarsche. Das ist nur so quasi dem Hund den Knochen vorwerfen. Hauptsache er hat was zum Kauen, er gibt da Ruhe, er lässt mich in Ruhe und gibt mir vielleicht mal hin und wieder einen Tipp, den ich noch nicht kenne. Weil im Großen und Ganzen wissen die, was falsch läuft und was nicht. Weil sonst, in Anführungszeichen, hätten sie jetzt nicht Battlefield 5 wieder auch verschoben auf 2016. Angeblich wäre es 2015 wahrscheinlich schon gekommen. Auch wahrscheinlich ein unfertiges Spiel. So, das haben sie jetzt auf 2016 verschoben. Jetzt schon, offiziell bekannt gegeben. Im Jahr 2014 haben sie bekannt gegeben, dass das Battlefield 5 verschoben wird auf 2016. Wahrscheinlich eben, wie gesagt, wäre es nächstes Jahr gekommen. Wahrscheinlich ich gehe mal davon aus, im November. 100 Pro. Weil man hat ja damit gerechnet, dass jetzt eigentlich im November auch Battlefield Hardline kommt. Und somit hätten sie sich jetzt praktisch ein Jahr überbrückt und dann wäre Battlefield 5 gekommen. Gehe ich mal davon aus. So, nachdem aber Hardline auch schon verschoben worden ist, aufgrund der Problematiken, die sie in Battlefield 4 haben, haben sie sich natürlich jetzt überlegt, okay, wir können natürlich dann daraufhin Battlefield 5 nicht jetzt auch noch im 2015 rausbringen. Warten wir es mal lieber ab, wie sich Hardline entwickelt. Gebe ich euch Brief und Siegel, dass es so ist. Und dann verschieben wir es lieber jetzt schon vorsichtshalber mal auf 2016. Und dann, ja, was ich auch noch euch erzählen wollte, das passt nämlich zu dieser Lachnummer überhaupt. Hey, wie schlecht müssen denn bitte alle anderen Online-Multiplayer sein, wenn Battlefield 4 auch noch Auszeichnungen bekommt? Ich kann es nicht nachvollziehen. Battlefield 4 ist nicht schlecht, aber es läuft immer noch nicht zu 100%. Und deswegen sage ich mir, wie schlecht müssen dann die anderen sein, dass sie das, was Battlefield 4 nicht kann, macht. Naja, ich verstehe es nicht. Okay, genug ausgekotzt. Ich hoffe, euch gefällt das Sondervideo. Ich hoffe, euch gefällt das Gameplay. Das ist sowieso jetzt gleich aus. Die letzten 2 Minuten lasse ich euch alleine. Und ciao, haut rein und bis zum nächsten Video. Kommt morgen. Übrigens, live. Nicht verpassen. Also, haut rein und ciao.拿好你的一箱。